Unser Heiland hat für uns heute Morgen eine besondere Botschaft im 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Matthäus 24 lesen wir zunächst gemeinsam die Verse 1 bis 3. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt? Diese Verse sind ja für jeden bibelgläubigen Christen und besonders für jeden Sieben-Tags-Adventisten sehr gut bekannt. In diesem Kapitel, dem 24., sowohl als auch in dem folgenden, im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, gibt Jesus die größte Weissagung für unsere Tage. Beide Kapitel gehören inhaltlich zusammen. Sie bilden die große Lehre, die Jesus an dem Hange des Ölbergs seinen Jüngern und damit auch den Gläubigen späterer Zeiten und der Endzeit gegeben hat. In diesen Weissagungen bringt Jesus eine ganz bestimmte Hoffnung zum Ausdruck, nämlich die Hoffnung, die wir als Adventgläubige haben: Jesus kommt wieder. Es wird hier in dem Bericht gesagt, dass Jesus von dem Tempel hinwegging und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm des Tempels Gebäude. Der Tempel lag auf dem Hügel Moria. Moria war der Tempelberg. Und da beschäftigten sich die Gedanken der Jünger mit dem Gebäude des Tempels. Warum? Wenn wir im vorhergehenden Kapitel, Vers 38 lesen, finden wir die Erklärung. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Das Haus, das besondere Haus der Hebräer in jenen Tagen war, war der Tempel. Jesus hatte ihnen gesagt, dass die Zeit kommen würde, zu welcher der Tempel zerstört werden würde. Ihr Haus, der Tempel, der Offenbarungsort des Allerhöchsten, sollte zerstört werden. Sie wussten, dass das Aufhören ihrer nationalen Existenz und Selbstständigkeit bedeuten würde. Sie verstanden auch, dass sie dann nicht mehr das auserwählte Volk Gottes sein würden. Und sie konnten zunächst nicht so recht glauben. Menschlich verständlich. Wenn jemand eine Gelegenheit hat, Jerusalem zu besuchen, dann sollte er nicht versäumen, die sogenannte Klagemauer zu besuchen. Sie ist ein Überrest der sogenannten Westmauer des Tempelgebietes. Gewaltige Steine, die noch aus den Tagen Salomos etwa seit 3000 Jahren dort liegen, sind ungefähr 5 Meter lang, 1 Meter hoch. Da können wir verstehen, dass die Jünger zunächst dachten, dieser gewaltige Bau, diese Mauern sollen zerstört werden. Und deshalb kamen sie zu ihm. Sie mögen gesagt haben, was ja nicht berichtet ist: Sieh doch einmal diese gewaltigen Steine, diese gewaltige Mauer, das soll zerstört werden. Und Jesus sagte zu ihnen: Ja, seht ihr nicht das alles? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Als sie nun zum Ölberge kamen, sagt uns der Bericht, traten sie ihm seine Jünger besonders. Sie waren immer noch beschäftigt mit dieser Frage. Am Ölberghang
an der Mauer seitlich des alten Weges vom Kidron-Tal durch den Garten Gethsemane hinauf zum Ölberg wird eine Bronzeplatte gezeigt und da steht in Latein, dass seitlich von dieser Stelle auf einem ebenen Platz Jesus mit seinen Jüngern gesessen hat, als er ihnen diese Fragen beantwortete. Dieser ebene Platz, etwa 50 Quadratmeter groß, ist in etwa gleicher Höhe mit dem Moria-Hügel, sodass er von dort aus eine gute Übersicht, einen guten Blick auf das alte Jerusalem hatte. Wie verhält sich nun Jesus zu den Fragen seiner Jünger? Er sagt nicht, wie viele Leute heute sagen, ja, Jesus kommt einmal wieder, das glauben wir. Es ist ja eine Grundlehre christlichen Bekenntnisses, die Wiederkunft Jesu. Luther sagt auch in dem Glaubensartikel, von dann er kommen wird, zu richten die Toten und die Lebendigen. Aber es ist leider nur eine Glaubenslehre. Heute gibt es viele Menschen, die sagen, ja, Jesus kommt einmal wieder. Aber wann, das kann man nicht wissen. Das kann in 50 Jahren sein oder in 100 Jahren. Ganz vorsichtig erwähnen, lieber 100 Jahre. Sie sagen sich, dann lebe ich ja nicht mehr. Und was nach meinem Tode geschieht, das kann mir gleich sein. Warum? Der Mensch liebt nicht gern von einem Ereignis zu hören, das eine Entscheidung von ihm fordert. Andere wieder sagen, das kann man gar nicht wissen, wann er überhaupt kommt. Das kann in 1000 Jahren sein. Ja, es war vor einigen Jahren, als ich im Hause von Glaubensgeschwistern mit einem Superintendenten der lutherischen Kirche, der Vorträge hielt, christliche Vorträge, dass er mir sagte, ja, Jesus kann in 3 Millionen Jahren kommen. Dann habe ich ihm gesagt, Herr Superintendent, dann lassen wir das Predigen lieber sein. Dann haben wir zu früh begonnen. Dann brauchen wir jetzt noch gar nicht anzufangen, wenn Jesus in 3 Millionen Jahren kommen könnte. Und das sind Vertreter einer Lehre, die in der Grundlehre hat, von dannen er kommen wird. Jesus sagt nicht, das könnt ihr nicht wissen. Befasst euch nicht mit solchen Fragen, sondern er gibt in dem ganzen Kapitel die Antworten für diese Fragen. Wonach fragen diese Fragen? Einmal, wann wird das geschehen, nämlich wann wird der Tempel zerstört werden? Wann wird Jerusalem zerstört werden? Und die anderen beiden Ereignisse sind durch einen großen Zeitraum davon getrennt. Welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft? Das meint, welches werden die Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und des Endes der Welt. Ende der Welt im Sinne des Endes des jetzigen Zeitalters menschlicher Sünde. Und da sagt Jesus, indem er diese Zeichen gibt, als erstes sehe zu, dass euch nicht jemand verführe. Ist es nicht eigenartig, dass Jesus zuerst eine Warnung gibt, die für das religiöse Leben gibt? Ihre Lehrer im religiösen Leben der Menschen. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Nach dem Grundtext ist es besser zu sagen, werden viele irreführen. Jesus sagt ganz klar, dass viele unter seinem Namen kommen werden und sagen, ich bin Christus. Wir können uns das gar nicht recht vorstellen, wie es ein Mensch wagen kann zu sagen, ich bin Christus, ich bin der Messias. Und doch sagt die Geschichte, dass von den Tagen Jesu bis in unsere Zeit es etwa 65 Menschen gegeben hat, von denen ein jeder Einzelne gesagt hat, ich bin Christus. Aber nicht nur falsche Christi. Wir lesen in Vers 11 im gleichen Kapitel,
Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele irreführen. Falsche Christi, falsche Propheten. Ja, und wir lesen weiterhin in der Heiligen Schrift, es werden falsche Apostel kommen. Falsche Lehrer, die im Namen der Bibel, im Namen des Evangeliums, falsche Lehren verbreiten und viele irreführen. Es mag Jesus ganz besonders schmerzlich berührt haben, dass er seinen Jüngern sagen musste, nach mir werden viele kommen und werden viele irreführen. Er hat 3,5 Jahre als Messias ein sündenfreies Leben in seinem Amte geführt. Er hat während seines ganzen Lebens ohne Sünde gelebt. Er hat die Geheimnisse des Reiches Gottes offenbart. Er war ein lebendiges Beispiel für die Lehren des Gesetzes Gottes und des Reiches Gottes. Und er hatte wenige, die ihm folgten. Aber nach ihm sollten andere kommen und er sagte voraus, die werden viele irreführen. Wir sehen es auch heute, dass es viele Kirchen und Religionen, Religionsgemeinschaften gibt. Und wenn die Zahl der religiösen Bekenntnisse, die Zahl der Kirchen, der Kapellen ein Gradmesser für die Frömmigkeit und Gläubigkeit einer Generation wäre, dann wäre unsere jetzige Generation die frömmste der ganzen Welt. Denn so viele Kirchen und Kapellen, wie es heute gibt, hat es noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und doch, sagt Jesus, werden viele irreführen. Und die Gefahr ist nicht nur groß für solche, die keine Kenntnis des Wortes Gottes haben. Jesus gibt eine besondere Warnung für seine Kinder in den letzten Tagen. Er sagt, in den Versen 23 bis 28 ist es berichtet, so als dann jemand zu euch wird sagen, siehe, hier ist Christus, oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Welch sonderbare Rede. Wenn Jesus gesagt hätte, wenn dann jemand zu euch sagt, glaubt nicht an Christus, glaubt nicht an die Bibel, das sind ja Märchen, es gibt keinen Gott, dann können wir dies noch verstehen. Aber hier sagt er, wenn sie dann sagen, siehe, hier ist Christus, oder andere sagen, nein, wir haben den wahren Christus, bei uns ist die wahre Lehre, so glaubt es nicht. Warum? Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen. Und warum haben sie so viele Anhänger? Und große Zeichen und Wunder tun. Auf Zeichen und Wunder warten die Menschen. Das ist das, was sie sehen und hören wollen. Dafür sind sie immer bereit, zuzuhören, das zu sehen. Und mit welcher Absicht werden von den Mächten der Dunkelheit diese Zeichen und Wunder getan, das verführt werden in Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Die Auserwählten sind die Kinder Gottes, die Jesus in den Wegen des Evangeliums in der Endzeit folgen. Warum besteht für die Auserwählten die Gefahr? Der Irrtum kommt der Wahrheit so nahe, dass es nur unter Leitung des Heiligen Geistes möglich ist, Irrtum von Wahrheit, Finsternis von Licht zu unterscheiden, die falschen Lehren zu erkennen. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Niemand kann sagen, ja, ich habe nicht gewusst, dass im Namen der Bibel von falschen Christi und falschen Propheten, von falschen Aposteln und falschen Lehren falsche Lehren verbreitet werden. Jesus sagt, siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Er gibt zwei Beispiele. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Allgemein gesagt müssen wir hier sagen, Jesus gibt in diesem Kapitel die Antworten auf die Fragen der Jünger, die Bezug nehmen auf die Zerstörung des Tempels und Jerusalems, und auch nach den Zeichen seiner Wiederkunft des Endes der Welt fragen.
Es gibt manche Zeichen, die sich nur auf die Zerstörung Jerusalems beziehen. Dann gibt es Zeichen, die Jesus hier erwähnt, die sich nur auf seine Wiederkunft, das Ende der Welt beziehen. Und dann sind gewisse Zeichen, die für beide Ereignisse Bezug nehmen, ohne nun die Ereignisse scharf voneinander zu trennen. Das müssen wir beachten, um die Weissagung recht zu verstehen. Wie war es denn nun in den Tagen Jesu, in den Tagen der Apostel? Da gab es einen Bar Kochba, den Sternensohn. Der sagte, ich bin der Messias und hat viele Anhänger gehabt. Die Römer mussten Legionen aufbieten, um ihn zu bekämpfen. Er wurde dann zerstreut in der Wüste. Und wie ist es heute? Da gibt es eine Gemeinschaft. Es sind die Heiligen der letzten Tage oder auch Mormonen, wie sie sich nennen. Die haben in dem Staat Utah in Nordamerika in der Wüste einen Tempel gebaut. Jetzt ist dort eine Stadt. Mittelpunkt der Stadt ist der Tempel. Und da sagen sie, dort erscheint Jesus. Ich habe in meiner Tätigkeit vor Jahrzehnten, 1921 schon, als Buchevangelist Leute getroffen, die dieser Gemeinschaft angehörten. Und die Verwandte hatten, die von Deutschland vor über 50 Jahren nach Jütte ausgewandert sind, um zugegen zu sein, wenn dort angeblich Jesus erscheint. Aber es ist ein satanischer Engel in der Wüste. Und da sagt Jesus, geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt's nicht. Was will Jesus sagen? Der Messias ist in der Kammer. In der Bibel wird uns berichtet, wenn jemand zu Gott beten will, dann soll er in sein Kämmerlein gehen. Nicht vor anderen Menschen beten. Aber das sind Leute, die haben an besonderen Orten besondere Versammlungen. Das sind diese Spiritisten. Die haben öffentliche Versammlungen, da kann jeder zugegen sein. Und dann haben sie eine Versammlung für besondere Mitglieder. Und in diesen Sitzungen, da erscheinen dann die satanischen Engel. Wir haben Leute berichtet, dass sie dann in einem Zimmer gewartet haben. Auf einmal wurde die Tür geöffnet. Niemand war zu sehen. Schritte waren zu hören. Niemand zu sehen. Der Stuhl wurde bewegt. Und dann sprach eine Stimme. Satanische Engel. Als ich Bücher verbreitete, sagte mir eine Frau, da in der Nähe der Tür, da ist mir Jesus erschienen. Jesus warnt davor. Wenn sie sagen, siehe, er ist in der Kammer, so glaubt nicht. Warum? Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns. Sichtbar, öffentlich, nicht im Verborgenen. Der Blitz ist zu sehen. Besonders Kinder haben Angst. Nehmen dann manchmal ihre Hände und halten die Augen zu. Aber sie sehen den Blitz. Dann nehmen sie ein Kissen. Der Blitz ist zu sehen. Und damit will Jesus sagen, wenn er wiederkommt, ist das ein öffentliches Ereignis. Sichtbar kommt er wieder. Die Engel haben zu den Jüngern gesagt, so wie dieser Jesus aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Mit unseren Augen können wir Jesus Christus sehen, wenn er wiederkommt. Das war eine Warnung auf dem religiösen Gebiet. Aber das ist nicht das einzige Zeichen. Jesus sagt, ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Seht zu und erschrecket nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Kriege sind an und für sich kein besonderes Zeichen der Wiederkunft Jesu. Viele Leute sagen, ja, Kriege hat es ja immer gegeben. Kriege wird es geben, solange es Völker gibt. Das stimmt. Aber während Kriege an und für sich kein besonderes Zeichen der Wiederkunft Christi sind, sollen sie doch in der Endzeit zum besonderen Zeichen der Wiederkunft Christi werden. Wodurch? Denn es wird sich empören, ein Volk wie das andere und ein Königreich wie das andere. Weltallgemeine Kriege. Wenn es früher Kriege gab, dann war das eben ein Krieg zwischen zwei oder drei oder vier Völkern. Aber in unserem Jahrhundert geschah es das erste Mal, dass Weltkriege ausbrachen. Dass Völker in allen Erdteilen der Erde gekämpft haben.
Und besonders schrecklich war es dann im Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg sind etwa 10 Millionen, 12 Millionen Menschen auf den Schlachtfeldern umgekommen. Und bei Ende des Ersten Weltkrieges waren die Menschen der Meinung, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Da hatte man schon begonnen, die Panzer einzusetzen. Da hatte man die Flugzeuge benutzt, um Bomben abzuwerfen. Allerdings noch nicht so schlimm, wie es dann im Zweiten Weltkrieg wurde. Aber die Steigerung dieser Massenvernichtung von Menschen haben wir im Zweiten Weltkrieg erlebt. Furchtbares Geschehen. Über 5 Jahre ist gekämpft worden, beinahe 6 Jahre. In Europa, in Asien, in Afrika, auf allen Weltmeeren, in der Luft. Zu Millionen sind die Menschen getötet worden. Nicht nur auf den Kampffeldern. Auch die Zivilbevölkerung der Städte und in den Dörfern auch. Dann in den Konzentrationslagern, Millionen ermordet. Wenn vor 50 Jahren ungefähr und auch nach dem Ersten Weltkriege die Bibel ausgelegt wurde, dann dachte man, schlimmer als zur Zeit der Christenverfolgung im heidnischen Rom und im Mittelalter gewesen ist, kann es nicht kommen. Und doch im aufgeklärten 20. Jahrhundert hat man den technischen Fortschritt benutzt, um besonders in Konzentrationslagern Millionen Menschen zu vernichten. Man hat die besten Waffen erfunden, man hat den Geist, die Intelligenz der Menschen, den technischen Fortschritt benutzt, um furchtbare Waffen zu schmieden. Und da sagt hier Jesus, ein Volk wie das andere, ein Königreich wie das andere. Das ist das zweite Zeichen, hat sich bereits erfüllt und werden sein Pestilenz, das dritte Zeichen der Wiederkunft Christi. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass gegen Ende des Ersten Weltkrieges und kurze Zeit danach die sogenannte Grippeepidemie war. Nicht wie jetzt, wenn da irgendeine Grippeerkrankung ist, sondern wirklich eine Epidemie. In 6 Monaten wurden 15 Millionen Menschen hingerafft. Also wir können sehen, in Bezug auf Vernichtung von Menschen hat Gott außer Kriegen, die er zulässt, noch ganz andere Mittel. Schlimmer noch als der Krieg war die Epidemie. Das Eigenartige war, dass die Ärzte den Erreger nicht feststellen konnten. Als man feststellte, dass bei den Kranken die Lungen schwarz waren, dann äußerte sich diese Epidemie in gelähmten Zungen. Und als man nun dachte, daran zu gehen, die Ursache zu erforschen, dann zeigt sich das im Gehirn. Das Eigenartige war, dass wenn eine Familie erkrankte, die schwächsten Familienmitglieder wieder gesundeten und die stärksten zugrunde gingen. Es war ein Zeichen der Wiederkunft Christi. Dann lesen wir weiter, teure Zeit. Teure Zeit ist immer, wenn etwas rar wird, selten wird. Dann verlangt man mehr Geld und die Menschen sind bereit, mehr zu zahlen, um das zu bekommen. Man braucht sich heute nur mit Menschen zu unterhalten, da wird kaum einer sagen, ach, ist alles billig. Man hört immer, das ist teuer geworden und das soll auch teurer werden. Eine teure Zeit haben wir erlebt. Und Erdbeben hin und wieder. Da sagen manche Menschen, nun, Erdbeben hat es früher auch schon gegeben, das stimmt. Aber die Wissenschaft sagt, die Erdbeben steigern sich. Heute haben wir in einem Jahr mehr Erdbeben als früher in 100 Jahren. Ich habe ein Erdbeben, oder zwei eigentlich, in Jerusalem erlebt. Ich kann euch sagen, es ist etwas Eigenartiges, ein Erdbeben zu erleben. In der Luft wissen die Menschen, da gibt es keine Balken. Das Wasser ist auch unsicher. Aber wenn die Erde schwankt, da hören auch die größten Spötter auf. Spotten. Sie erfahren, dass größere Kräfte den Menschen bedrohen. Zunächst dachte ich, es wäre ein Mastwagen, der vorbeifahren würde. So hörte sich's an, so ein Rummeln, ein Geräusch. Aber ich war beim Lesen des Adventboten und auf einmal kam ich ins Schwanken und dann ging es wieder nach unten und wieder nach oben. Das war das erste Mal, ein Erdbeben.
Meine Frau war auch mit. Wir waren im Hause einer Schwester, die in dem Gebäude der amerikanischen Schule für Archäologie die Hausbilderin war. Und sie kam da aus einem anderen Zimmer, kannte das schon und sagte, es ist ein Erdbeben. Es war ein schwächeres. Es hat nur einige Risse in Häusern gegeben und einige Personen sind verletzt worden. Aber dann, einige Monate später, war ein Erdbeben im Ostjordanland. Da haben die Leute dann wochenlang nicht in ihren Häusern geschlafen, sondern außerhalb im Freien, um eben, wenn ein stärkeres Erdbeben sich ereignete, sofort ins Freie eilen zu können. Und da sagt es besonders, Erdbeben hin und wieder. Wir haben das große Erdbeben 1908 in Messina erlebt. Da hat man gespottet. Da hat ein Journalist in einem Gedicht geschrieben, Jesulein, wenn du lebst, dann schicke ein Erdbeben. Und das kam. Und auch dieser Mann ist mit ums Leben gekommen. 100.000 Menschen wurden vernichtet, damals 1908 in Messina. Dann das große Erdbeben 1923 in Japan. Ein Erdbeben und Seebeben. Große Erdbeben ebenfalls in Indien. Und in anderen Ländern der Erde, die Erde bebt. Warum? Jesus kündigt an, dass er bald wiederkommt. Aber nicht nur dieses. Auch andere Dinge in der Natur ereignen sich. Da sagt es im Lukas-Evangelium, dass den Leuten bange sein wird. Und sie werden verschmachten vor Furcht. Und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. In Lukas 21, Vers 25 sagt es, und auf Erden wird den Leuten bange sein. Und sie werden zagen. Und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Vor ungefähr 36, 37 Jahren war eine große Überschwemmung in China. Die Fluten des großen Stromes Yangtze-Kiang traten über die Ufer. 50 Millionen Menschen verloren ihre Wohnungen. Die Dörfer und Städte, die auf Hügeln erbaut waren, ragten wie Inseln aus der großen Wasserflut. 1 Million Menschen haben ihr Leben verloren. Wenn das vor 100 Jahren geschehen wäre, da hätten die Menschen jahrelang davon gesprochen. Aber wir leben in einer Zeit, in einer schnelllebigen Zeit, die Menschen vergessen das. Sie erleben die Erfüllung der großen Weissagung, die Jesus gegeben hat, und sie beachten das nicht. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen. Man spricht heute von einer Lebensangst. Die Menschen haben Angst vor den Zuständen des täglichen Lebens. Man spricht von einer Zukunftsangst. Die Menschen wissen heute, dass die Menschen infolge der Atomwaffen, der Atombombe, der Wasserstoffbombe in der Lage sind, sich selbst zu vernichten und auszurotten. Sie haben Angst vor der Zukunft. Alles das, was Jesus schon vorhergesagt hat. Aber Jesus sagt nun, wenn das alles geschieht, religiöse Irrlehren, große Weltkriege, Pestilenzen, teure Zeiten, Erdbeben, da wird sich allererst die Not anheben. Steigerung. Und was ist das nächste Zeichen? Christenverfolgung. Alles dann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele irreführen. Und weil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Der griechische Grundtext sagt hier statt Ungerechtigkeit die Ungesetzlichkeit. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Ja, da braucht heute jemand nur eine Zeitung aufzuschlagen. Jeden Tag spricht es von den Gesetzlosigkeiten. Der Rundfunk berichtet davon. Steigerung der Kriminalität, Steigerung der Verbrechen, besonders der Jugendkriminalität. Und es ist so, dass leider heute die Jugendlichen oftmals eine besondere Gefahr auf den Straßen sind.
jeden Monat in Deutschland allein über 1000 Tote. Nur Unvorsichtigkeit. Die Menschen haben keine Zeit. Es kann nicht schnell genug gehen. Das ist meistens der Anlass, wie es auch in den Polizeiberichten steht. Da sagt Jesus, wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Nicht nur Gutwetterchristen dürfen wir sein. Ausharren bis ans Ende. Und wer beharret bis ans Ende, der wird selig. Das war hier das sechste Zeichen. Und nun kommt das wichtigste Zeichen. Vers 14. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Jesus sagt hier, das Evangelium vom Reich wird gepredigt werden in der ganzen Welt. Was ist das Evangelium? Euangelon, das griechische Wort, bedeutet frohe Botschaft. Oder zunächst der Lohn einer frohen Botschaft, die frohe Botschaft selbst. Die frohe Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus. Dann in der Endzeit gepredigt als frohe Botschaft vom Reich. Von der Aufrichtung des Reiches Jesu in der ganzen Welt zu einem Zeugnis. Es sagt nicht, dass die ganze Welt sich bekehren wird, sondern diese frohe Botschaft der Aufrichtung des Reiches Jesu wird zu einem Zeugnis in der ganzen Welt gepredigt. Und dann wird das Ende kommen. Jesus sagte vorher, es ist noch nicht das Ende da, wenn die Religiösen ihre Lehrer, ihre Lehren verbreiten, die falschen Messias, die falschen Propheten, die falschen Apostel, die falschen Lehrer, wenn es Weltkriege gibt, ist noch nicht das Ende da, das ist der Beginn. Da wird sie alle erst anheben, die Not, eine Steigerung. Aber wenn das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt verkündigt wird, zu einem Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Als ich vor 48 Jahren mit der Adventbotschaft in Berührung kam, da haben wir in etwa 140 Sprachen diese Botschaft verkündigt und wir hatten wohl so rund 150.000 Glieder. Damals meinten wir schon, da ist viel erreicht worden. Aber wie ist es heute? Manchen geht es zu langsam, aber wenn wir das vergleichen, da müssen wir sagen, mit gewaltiger Macht hat Jesus Christus seine letzte Rettungsbotschaft vorangebracht. Wir sind jetzt in 189 Ländern tätig und benutzen dabei 928 Sprachen. Wir benutzen auch den Rundfunk. Und da werden wöchentlich in 1575 Rundfunksendungen über 1217 Sender die Heilslehren verkündigt. Die Fernsehsender werden für den Dienst der Evangeliumsverkündigung und Rettung von Menschen benutzt. 240 Fernsehsendungen über 187 Sender. Wir haben als Gemeinschaft eine starke ärztliche Mission. Wir haben aussätzlichen Kolonien und Stationen. Wir haben Lazarettboote, die in den tropischen Gebieten die Wasserwege befahren. Und selbst in besonderen Notfällen wird der ärztliche Luftdienst benutzt, um auch in entferntesten Gegenden Menschen zu helfen. Die Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten hat 250 Krankenhäuser, Kliniken, Hospitäler und Behandlungsräume über die ganze Erde verteilt. Auch hier in Deutschland haben wir eine eigene Schwesternschaft und unser Krankenhaus und Sanatorium Waldfriede in Berlin ist ja gut bekannt. Wir haben wunderbare Erziehungseinrichtungen. 8.950 Lehrer unterrichten an 4.458 Grundschulen mit 245.760 Schülern. Weitere 3.838 Lehrer unterrichten an 360 höheren Schulen über 54.730 Schüler. Unsere Gemeinschaft unterhält zwei eigene Universitäten, an denen Prediger, Ärzte und Lehrer ausgebildet werden.
Die Verlagshäuser unserer Gemeinschaft drucken in 228 Sprachen christliches Schrifttum, um die Menschen aller Welt mit der frohen Botschaft der Bibel und christlicher Lebensführung vertraut zu machen. Das ist die Erfüllung der Weissagung, die Jesus gegeben hat. Das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker verkündigt werden. Aber was ist nun wichtig? Wir wollen noch auf ein besonderes Zeichen aufmerksam machen, von dem Jesus spricht. Jesus sagt, bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Am 19. Mai 1780 war ein wunderschöner Maientag. Blauer Himmel, die Sonne schien und plötzlich mit einem Schlage, die Sonne war noch zu sehen, wurde es stockdunkel. Die Leute haben Lichter in den Häusern angezündet, die Vögel hörten auf zu singen, die Kühe, die Rinder eilten in den Ställen zu, sie meinte, es wäre Nacht. Die Menschen wurden von einem großen Schrecken überfallen. Sie dachten, der jüngste Tag, das jüngste Gericht sei gekommen. Aber das Wunderbare war, sie gingen in die Kirchen und sie erkannten, dass das die Erfüllung der Weissagung war, die Jesus gegeben hatte. Die Sonne verdunkelt. In derselben Nacht wurde der Mond gesehen, aber gab kein Licht. Es war so dunkel, dass man Pferde, deren Dienst man benötigte, nicht zum Verlassen der Stelle bewegen konnte. Dann sagt es weiter, die Sterne werden vom Himmel fallen. Das hat sich im November 1833 erfüllt. Stundenlang fielen Sterne vom Himmel. Und wiederum sagt es, dass auf den Straßen Männer auf die Knie niederfielen, ihre Sünden bekannten, weil sie meinten, jetzt kommt Jesus wieder. Die Menschen erkannten, es war die Erfüllung der Weissagung, die Jesus gegeben hatte. Und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Und werden sehen, kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sicher ist es, dass Jesus wiederkommt. Und wir wissen aufgrund dieser Weissagung und ihrer Erfüllung, dass Jesus bald wiederkommen wird. Wir leben in den letzten Tagen des Menschengeschlechtes. Und da sagt Jesus, er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen. Und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Von den vier Himmelsrichtungen sammelt Jesus durch seine Engel seine Kinder. Da sagen manche, ja, man kann aber nur nicht wissen, wann. Tag und Stunde ist nicht bekannt. Da sagt Jesus, also auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nah vor der Tür steht. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Tag und Stunde wissen wir nicht, aber die Zeit. Wenn sich diese Zeichen, die Jesus gegeben hat, weltweit erfüllen, dann wissen wir, dass ein Kommen nahe vor der Tür steht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wie werden sich nun die Menschen verhalten? Da sagt Jesus, wird sein, wie es in den Tagen Noahs war, wie es vor der Sintflut war. Aber gleich wie es zu der Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich feiern bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging und sie achteten es nicht. Bis die Sintflut kam, nahmen sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Jesus vergleicht das Verhalten der Menschen vor der Flut mit dem Verhalten der Menschen vor seinem zweiten Kommen. Und wie war es damals? Es heißt, sie aßen, sie tranken. Ja, ist denn Essen und Trinken Sünde? Nein.
Wir sind so von Gott geschaffen. Wir müssen essen und trinken, um zu leben. Aber essen und trinken kann zur Sünde werden, wenn dem Menschen Essen und Trinken das Erste im Leben ist. Sie freien und ließen sich freien, bis an den Tag, der Noah zu der Arche einging. Ist heiraten und sich heiraten lassen Sünde? Nein. Aber wenn diese Dinge des Lebens zum Ersten im Leben werden, wenn Gott nicht mehr die erste Stelle im Leben einnimmt, wenn die Menschen nur daran denken, und so ist es heute, die Menschen sind so materiell eingestellt, dass sie nur an Essen und Trinken, an Heiraten denken und das ist das Ganze, was ihr Leben ausfüllt. Sie achten es nicht. Sie haben nur an diese Dinge gedacht und haben nicht die Botschaft, die warnende Botschaft des Noah beachtet. Bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschen so. Ja, Jesus sagt, dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Das sind nicht fremde Menschen, die beide auf dem Felde arbeiten. Das sind entweder Vater und Sohn, das sind Brüder, Herr und Knecht, es sind Nachbarn, Menschen, die sich kennen. Der eine wird angenommen, der andere verlassen werden. Warum? Der eine ist vorbereitet, der andere nicht. Der eine hat geglaubt, dass Jesus Christus der Schöpfer und Erlöser ist, dass er als König aller Könige wiederkommen wird. Der andere hat es nicht angenommen. Dann sagt es, zwei werden mahlen auf der Mühle. Eine wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Ich habe in Palästina solche Handmühlen gesehen. Ein Griff. Zwei Frauen fassen diesen Griff an. Und da wird dann gemahlen. Und es sagt, die eine wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Das sind auch nicht Fremde, das sind Mutter und Tochter, das sind Schwestern, Herrin und Magd, das sind Nachbarinnen, das sind Menschen, die sich kennen. Und doch die Trennung durch die Stellung zu der Botschaft der Erlösung und zu der frohen Botschaft von der Aufrichtung des Reiches Jesu und seines zweiten Kommens. Die eine wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Darum wachet. Denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Wir wissen die Zeit. Wir wissen, Jesus kommt bald wieder. Aber wir wissen nicht die Stunde. Wir wissen nicht Tag und Stunde. Darum seid ihr auch bereit. Denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Jesus sagt nicht, macht euch bereit. Jesus sagt, seid ihr auch bereit? Wir sollen jetzt in dieser Stunde bereit sein. Und wohl uns, wenn der Heilige Geist uns recht bereit sein lässt. Wir können hier diesen Raum verlassen und das ewige Leben haben, wenn wir bereit sind. Denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Aber was will Jesus uns mit diesen Weissagungen sagen? Jesus kommt wieder. Jesus kommt bestimmt wieder. Jesus kommt bald wieder. Die Zeichen haben sich fast alle schon erfüllt. Was noch aussteht, ist die völlige Verkündigung des Evangeliums, dass die letzte aufrichtige Seele nicht nur gewarnt, sondern für das Reich Gottes gerettet worden ist. Und Jesus lädt uns ein, bereit zu sein, heute, in dieser Stunde, damit wenn er wiederkommt in den Wolken des Himmels, in der Herrlichkeit seiner Engel, in der Herrlichkeit seines Vaters, in seiner eigenen Herrlichkeit, wir zubereitet sind, dann mit den Erlösten aller Völker und aller Zeiten einzugehen in das ewige Reich des Lebens und ewigen Friedens. Möge unser Heiland uns Gnade schenken und uns durch den Heiligen Geist und durch die Kraft seines Wortes zubereiten für sein Erscheinen in den Wolken des Himmels. Amen.